So, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem letzten Heimspiel. Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05, Endstand 0:2 vor 51.500 Zuschauern. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Sandro Schwarz vom 1. FSV Mainz 05 und unseren Trainer Adi Hütter. Und Sandro, darf dich um die Analyse des Spiels bitten zunächst. Ja, schönen guten Abend erstmal an alle. Ich denke, dass wir heute eine sehr gute Auswärtsleistung gezeigt haben, dass wir in der ersten Halbzeit schon gute fußballerische Momente hatten, auch wo wir gute Angriffe gestartet haben. Hatten allerdings dann aber auch in der Kontersicherung, wo wir da nicht gut genug waren, wo die Eintracht dann auch gute Tormöglichkeiten gehabt hatte, um auch in Führung zu gehen. Und zweite Halbzeit war es dann einfach so mit dem Doppelschlag, dass wir dann komplett den Spielverlauf auf unserer Seite hatten, dass wir dann natürlich auch viel Räume hatten, um eventuell das dritte Tor zu machen. Und im Großen und Ganzen sind wir natürlich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, wie wir verteidigt haben und sind glücklich über den Sieg, über den Auswärtssieg auf unserer Seite. Und dennoch können wir aber auch mitfühlen mit der Eintracht in ihrer Situation, dann was sie herausragend gemacht haben, international, national, und hoffe das Beste für nächste Woche, dass sie dann auch ihr Ziel erreichen. Dankeschön. Dankeschön, Adi. Deine Worte zum Spiel bitte. Ja, danke Sandro, Gratulation zum Sieg. Über 90 Minuten gesehen auch zum verdienten Sieg. Wir haben heute leider eine sehr, sehr große Chance liegen lassen, zumindest diesen einen Punkt zu holen, der uns die Qualifikation für das nächste Jahr international wieder gebracht hätte. Das ist das, was heute sehr, sehr ärgerlich ist. Die große Chance hatten wir am Anfang, die ganz große mit Ante vor der Pause, dann der Doppelschlag. Nach zwei Einwürfen, das mich sehr, sehr ärgert, wie wir uns da verhalten haben, und im Defensivverhalten auch, kann man es einfach auch besser dann schlussendlich machen. Und sind dann in den Rückstand geraten, dann hatten wir nicht mehr die klaren Lösungsmöglichkeiten, um den Ausgleichstreffer noch zu erzielen. Aber jetzt geht es so darum, dass wir in München einfach den Showdown haben. Wir brauchen unbedingt noch einen Punkt, um uns zu qualifizieren. Dahingehend ist ja die Ausrichtung. Heute sind wir ja enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, im letzten Heimspiel diesen Punkt bzw. diesen Sieg zu holen. Und jetzt müssen wir uns auf nächste Woche in den Showdown in München vorbereiten, dass wir die Mannschaft komplett frisch kriegen, und dann, ja, im Fußball ist immer alles möglich, und wir glauben daran, und Favorit ist sicherlich Bayern München, da brauchen wir nicht diskutieren. Aber wir werden auch wieder mit unseren Außenseiterchancen versuchen, uns diesen Punkt zu holen. Die Fragen bitte. Sonja Pahl. Herr Hütter, was genau macht Ihnen denn schon die Hoffnung, dass dieser eine Punkt genau dann nächste Woche zu holen sein wird? Ja, weil wir ihn einfach brauchen, und wir müssen dementsprechend auch versuchen, dort mutig nach vorne zu spielen. Wir haben auch gegen eine Weltklasse-Mannschaft wie Chelsea London oder den FC Chelsea zweimal unentschieden gespielt in 90 Minuten. Bayern München ist natürlich zu Hause auch eine Macht, aber es hilft ja nichts. Wir werden dorthin fahren. Wir sind selber schuld. Wenn wir in den letzten drei Heimspielen nur einen Punkt holen, ist es halt dann schlussendlich zu wenig. Aber es gibt immer noch die Möglichkeiten, und wir müssen versuchen, die letzte Chance einfach zu packen und dann schauen, dass wir da eine Top-Leistung bringen. Dann können wir sogar diesen Punkt auch holen. Andreas Schirmer. Herr Schwarz, das, was Sie hier gerade den Frankfurtern so ein bisschen verdorben haben, können Sie ja nächste Woche wieder gut machen, indem Sie Hoffmann schlagen. Wie zuversichtlich sind Sie da? Das ist korrekt. Das ist auch unser Ziel jetzt, unabhängig, aber auch was Eintracht Frankfurt betrifft, sondern einfach unseren Ansprüchen gerecht zu werden. Und wir haben vor ein paar Wochen schon gesagt, wo wir das Ziel Klassenerhalt erreicht haben, dass wir nichts austrudeln lassen wollen. Und das war heute ein sehr guter Beweis. Und wir wollen natürlich nächste Woche dann auch vor heimischem Publikum dann einfach auf 43 Punkte kommen. Das große Ziel dann auch für uns zu haben, mehr Punkte in der Rückrunde zu holen als in der Hinrunde. Die Möglichkeit besteht dann nächste Woche, und es muss sich keiner Sorgen machen, dass wir jetzt drei Tage frei haben oder irgendetwas, sondern wir gehen in eine normale Wettkampfwoche rein und wollen uns total fokussieren dann auch auf das letzte Heimspiel gegen TSG Hoffenheim. Christopher Michel hier vorne. Herr Schwarz, auch von mir. Anthony Uccia heute mit einem Doppelpack. Wie sehr haben Sie sich dafür ihn gefreut, und was sagen Sie zu seiner Leistung? Herausragend. Unabhängig von seiner Leistung, sondern als Mensch in allererster Linie freut es mich, weil er ein wichtiger Bestandteil ist dieser Mannschaft, weil er außerhalb des Platzes eine hohe Verantwortung übernimmt in der Kabine, hat eine in der Trainingsqualität immer vorausmarschiert, und
Es war herausragend, dass er heute einfach auch für sich selbst belohnt hat und für uns dann natürlich der Matchwinner war in diesem Spiel. Und das freut mich ungemein für den Toni, weil er einen herausragenden Charakter hat. Sonja Pahl nochmal. Herr Hütter, hatten Sie schon Gelegenheit, sich Gedanken zu machen, wie Sie die letzte Woche dann jetzt angehen? Ist das dann ein vielleicht ein bisschen frei, ein bisschen Seele streicheln? Wie wissen Sie schon, was Sie da machen? Nein, habe ich mir kurz nach dem Spiel keine Gedanken gemacht. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Sicherlich gut, dass wir eine Woche Zeit haben, uns sowohl physisch und auch mental wieder in die Spur zu bringen. Es ist uns heute beides teilweise gelungen. Gegner war auch sehr, sehr gut, muss man auch sagen, die frisch sind, die auch gute Physis mitbringen, die auch sehr gute Spiele in ihren Reihen haben, haben uns das Leben heute sehr, sehr schwer gemacht. Aber nochmal, der Spielverlauf hätte uns natürlich dann geholfen, wenn wir in Führung geht. Es ist uns nicht gelungen, aber wir werden uns diese Woche auch was einfallen lassen müssen. Ich denke jetzt nicht an Bayern München, was Bayern macht, sondern es geht mir das, was wir machen. Und dementsprechend werden wir die Mannschaft auch vorbereiten. Christopher Michel nochmal. Trotzdem muss man mal, guten Abend, Herr Hütter, trotzdem muss man einmal nachfragen, was überwiegt er heute? So ein bisschen Verständnis dafür, dass man nach dem Donnerstag jetzt einfach auch mental und psychisch fertig war? Oder ist es eher auch wirklich ein bisschen Wut und Ärger? Weil ich fand, auch der ein oder andere hat sich heute nicht top bewegt auf dem Feld und gefühlt, wäre da bei dem einen oder anderen trotz aller Müdigkeit noch mehr gegangen. Es ist teilweise müßig, darüber zu diskutieren. Ich habe mich entschieden, dass wir es so spielen. Ich bin auch 100% überzeugt, würde das auch wieder machen, weil es einfach auch die Spieler sind, die momentan auch, finde ich, in der besten Verfassung sind. Deswegen haben sie auch gespielt. Es ist halt ein Spiel auf Messerschneider gewesen. Es steht zur Pause 0-0. Und dann kriegen wir einfach zwei wirklich sehr, sehr unnötige Tore durch Einwürfe, wo wir überhaupt nicht organisiert sind. Das ist das, was ich in dem Moment nicht verstanden habe. Das hat uns auf die Verliererstraße gebracht. Und deswegen, das muss man nächste Woche auf alle Fälle besser machen. Mich ärgert es einfach, dass wir diesen Punkt heute nicht gemacht haben und hoffe, dass jeder Verständnis dafür hat.